Dran geblieben, denn wir müssen reden. Einen wunderschönen guten Tag, guten Mittag, guten Abend oder wann auch immer du dieses Video anguckst. Schön, dass du dabei bist. Leute, ich habe was zu verkünden. Und zwar, wir sind back on YouTube. Ja, Leute, wir sind zurück auf YouTube und ich möchte auch ganz kurz erklären, warum wir überhaupt weg waren. Wie der ein oder andere vielleicht auf TikTok mitbekommen hat, hat der liebe Loco sich sein Kreuzband gerissen. Und by the way, das war eine verdammt eklige Zeit. Der ist vollkommen abgeschossen, aber so richtig. Loco, leg dich hin. Komm, du bist müde, leg dich hin. Ja, der liebe Loco hat sein Kreuzband gerissen bei den Aufnahmen zu unseren ersten 3 YouTube-Videos. Ich kann das mal ganz kurz erklären, wie das passiert ist. Nachdem Nina ihr Backvideo fertig gemacht hat, dieses Video ist übrigens das letzte Video, was hier erschienen ist, markiere ich euch mal hier oben, bin ich mit unserem Kameramann PCP, Grüße gehen raus, PCP, brrra, in den Hamrich gegangen. Und dort haben wir noch ein paar Frage-Antwort-Videos aufgenommen. Der liebe Loco konnte sich währenddessen leider nicht nehmen lassen, wie eine besenkte Sau über eine Wiese zu rennen. Bis dahin alles gut. Aber der liebe Loco hat sich da dann sein Kreuzband gerissen. Ich habe das dann gemerkt, weil er hat ein bisschen gelahmt mit seinem Bein und ja, hat so hinterhergezogen. Da dachte ich mir schon, oh, okay. Da ist bestimmt entweder vertreten oder es ist was Schlimmeres. Und ja, als wir dann beim Tierarzt waren, hat der dann direkt alles in die Wege geleitet. Röntgenbilder und. Und ja, da haben wir dann gesehen, dass der liebe Loco einen Kreuzbandriss hatte. Und jetzt kommt der Hammer. Als wir dann von unserem Tierarzt in die Tierklinik überwiesen worden sind, wurden da auch nochmal Röntgenbilder gemacht. Und was glaubt ihr? Richtig! Loco hat einen zweiten Kreuzbandriss gehabt. Aber diesen Kreuzbandriss hat er sich wohl schon im Welpenalter zugezogen, von dem wir aber nichts gemerkt haben, weil Loco einfach ein kompletter Holzkopf ist und immer ziemlich rough ist und sich einfach nicht anmerken lassen möchte, wenn es ihm schlecht geht. Naja, der Rest ist Geschichte, habt ihr wahrscheinlich alles auf TikTok verfolgt. Wenn nicht, unten in der Beschreibung habe ich unseren TikTok-Account markiert. Da könnt ihr gerne mal gucken und euch ein Bild der Lage machen. Und warum ich dieses Video jetzt mache? Ich will euch einfach unseren Plan erklären. Und zwar haben wir uns gedacht, wir werden den YouTube-Kanal für Videos nutzen, die auf unseren anderen Kanälen keinen Platz finden. Wir haben unseren TikTok-Kanal. Auf diesem Kanal findet ihr alle möglichen Videos von Loco. Aber da ist halt das Problem, dass TikTok die Reichweite sehr einschränkt und deine Videos halt sehr schnell gesperrt werden können. Zum Zweiten findet ihr auf Instagram Bilder von Loco, Bilder von unseren Stream-Utensilien oder keine Ahnung. Also da findet ihr eigentlich alles gemischt. Zum Dritten sind wir auf Twitch aktiv am Streamen. Und zum Vierten, und jetzt kommt der Knackpunkt, möchten wir auf YouTube Videos machen, die halt wie gesagt gar nicht in die Sparte der anderen jeweiligen Kanäle passt. Das bedeutet, wir werden auf diesem Kanal hochladen, was uns gefällt. Es werden Videos kommen, die sind komplett unabhängig von Loco. Da geht es in diesem Video um mich, in dem Video geht es um Nina, in dem Video geht es um keine Ahnung, um irgendetwas anderes, aber nicht explizit um Loco, dass ihr da direkt Bescheid wisst. Zum einen möchten wir auf diesem Kanal Vlogs zeigen und euch vielleicht noch ein bisschen näher in unser Leben zu lassen. Zum anderen möchten wir ja auch kreativ werden. Das bedeutet, ich bastel meine Gundams. Und wenn du nicht weißt, was ein Gundam ist, dann bleib jetzt stark. Die Bratans gibt es nämlich in 2 Größen. Einmal haben wir hier einen kleinen und der ist verdammt easy aufzubauen. Zum anderen haben wir hier einen größeren und der ist sehr, sehr aufwendig. Auch mit meiner MPC möchte ich hier auf diesem Kanal vertreten sein. Das bedeutet, ich werde Beats machen mit meiner MPC, werde euch den ganzen Ablauf zeigen, weil einige Leute mich danach gefragt haben. Zum anderen werden hier auch Gameplays kommen. Wie der ein oder andere weiß, stehe ich derbe auf Indie-Games. Und ich möchte diesen Kanal dazu nutzen, euch Eindrücke und Gameplays zu zeigen von diversen Indie-Games. Ich bin einfach der Meinung, Indie-Games haben einfach viel, viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Und sind wir mal ganz ehrlich, die meisten Indie-Games stecken jedes AAA-Game in die Tasche. Hat er nicht gesagt? Hab ich.
Ja, Leute, ihr merkt, auf diesem Kanal wird einiges passieren. Das ist die Vorankündigung dazu. Also hier wird es definitiv jetzt zur Sache gehen. Ganz wichtig, eins noch. Hier werden zwar regelmäßig Videos erscheinen, aber wir haben uns ganz klar gesagt, hier gibt es keinen Druck. Wir werden uns hier kein Ziel setzen. Oh, jede Woche muss ein Video kommen. Jede zweite Woche muss ein Video kommen. Das wird es hier nicht geben. Wir werden das so machen. Wenn ein Video fertig ist, ist ein Video fertig. Wenn wir damit zufrieden sind, dann laden wir es hoch. Also Leute, erwartet hier nicht, dass wir jetzt jede Woche, jede zwei Wochen ein Video hochladen. Wir haben sehr viel vorgedreht, die Zeit jetzt. Also wir haben einiges an Content in der Pipeline, aber es muss auch passen. Wisst ihr, was ich meine? Und ich wollte mich nochmal ganz recht herzlich bei allen Leuten bedanken, die uns trotzdem erhalten geblieben sind und die trotzdem am Start sind. Leute, vielen, vielen Dank. Naja, ich denke, das war genug Input für euch. Lasst es erstmal sacken. Freut euch auf eine geile, geile Zeit und geht zusammen mit uns den Weg Richtung Zukunft. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal und schreibt in die Kommentare, was für eine Art Video, was für ein Genre, was für ein Style wollt ihr hier sehen. Und ich denke, wir können uns da einig werden. Ich freue mich auf eine geile Zeit mit euch. Reingehauen.